They just call attention. Start recording. Start recording. That is all. They understand. Start recording. Herr Dr. Gisevius, wir standen gestern im Januar 1938. Sie waren nach Berlin in eine von Schacht arrangierte Scheinstellung zurückgekehrt und waren nunmehr in ständigem Kontakt mit Ihren politischen Vertrauten Schacht, Oster, Canaris und Neve. Und Sie hatten zuletzt weiter bekundet, dass Sie damals in Ihrem Kreise alle das Gefühl hatten, dass irgendein Schlag bevorstünde. Und wir kommen ja jetzt tatsächlich zur sogenannten Fritsch-Krise. Nach meiner Auffassung die entscheidende innenpolitische Vorstufe des Krieges. Schildern Sie bitte, und zwar im Zusammenhang, den gesamten Verlauf und die Hintergründe dieser Krise, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in die Geschichte dieser Krise der Einmarsch in Österreich fällt, selbstverständlich alles unter Berücksichtigung der Position und der Handlungen Schachts, auf die es hier ankommt. Ich werde zunächst den Ablauf der Krise als solche schildern, von der es richtig ist, dass alle meine Freunde sie als die entscheidende Vorstufe des Krieges aufgefasst haben. Ich werde in gedrängter Kürze Tatsachen aneinanderreihen und halte es für gut, um das Bild nicht zu verwirren, dass ich zunächst die Person Schachts aus der Schilderung herauslasse, weil der Tatbestand als solcher schon kompliziert genug ist. Ich werde auch in meiner Schilderung nicht zunächst auf die Herkunft unserer Informationen und auf meine eigenen Erlebnisse verweisen, sondern warten, bis ich darauf gefragt werde. Am 12. Januar 1938 wurde die deutsche Öffentlichkeit von der Meldung überrascht, dass der damalige Reichskriegsminister Feldmarschall von Blomberg geheiratet hätte. Nähere Einzelheiten über seine Frau, auch Bilder wurden nicht gegeben. Nach einigen Tagen erschien als einziges Bild eine Abbildung des Marschalls mit seiner neuen Frau, ausgerechnet vor dem Affenzwinger des Leipziger Zoologischen Garten. Es erhoben sich eine Anzahl Gerüchte in der Reichshauptstadt, die über das Vorleben der Marschallin böse Dinge zu berichten wussten. Nach einigen Tagen befand sich auf dem Schreibtisch des Berliner Polizeipräsidenten ein dickes Aktenbündel, aus dem Folgendes hervorging. Die Frau des Marschalls von Blomberg war eine vorbestrafte Sittendirne, die allein in 7 Sittenkarteien großer deutscher Städte registriert war. Sie befand sich im Berliner Steckbriefregister. Ich selber habe die Fingerabdrücke und die Bilder gesehen. Und endlich war sie wegen Verbreitung unzüchtiger Bilder
vom Berliner Gericht bestraft worden. Der Berliner Polizeipräsident war verpflichtet, diese Akte auf dem Dienstwege dem Chef der Polizei Himmler zu übergeben. Entschuldigen Sie, wer war damals Polizeipräsident? Der Polizeipräsident war Graf Heldorf. Graf Heldorf erkannte, dass die Weitergabe dieses Materials an den Reichsführer SS die Wehrmacht in eine unmögliche Situation bringen würde. Dann würde Himmler das Material gehabt haben, das er zur moralischen Erledigung Blombergs und zu einem Schlage gegen die Wehrmachtsführung benötigte. Heldorf ging mit diesen Akten zu dem engsten Mitarbeiter des Marschalls Blombergs, dem damaligen Chef des Wehrmachtsamts Keitel, der damals gerade in verwandtschaftliche Beziehungen durch die Eheschließung beider Kinder zu dem Marschall Blomberg getreten war. Der Marschall Keitel sah sich, oder damalige Generaloberst Keitel, sah sich diese Akten genauestens an und stellte an den Polizeipräsidenten Heldorf das Ansinnen, den ganzen Skandal zu vertuschen und die Akten zu verschweigen. Entschuldigen Sie, Herr Gesevius, vielleicht sagen Sie dem Tribunal, woher Sie das wissen. Ich weiß dieses durch den Grafen Heldorf, der mir den ganzen Ablauf der Dinge geschildert hat, und durch den damals noch am Polizeipräsidium in Berlin sitzenden Oberregierungsrat und späteren Reichskriminaldirektor Nebe. Keitel lehnte es ab, von sich aus Blomberg irgendwelche Konsequenzen nahezulegen. Er lehnte es ab, den Chef des Generalstabes Beck oder den Chef des Heeres Generaloberst von Fritsch zu unterrichten. Er schickte den Grafen Heldorf mit der Akte zu Göring. Heldorf unterbreitete dem Angeklagten Göring das Aktenstück. Göring behauptete von den Abbildungen aus dem Steckbriefregister und von der Vorstrafe der Frau von Blomberg nichts zu wissen. Dagegen gab er sogleich in diesem ersten Gespräche und dann in späteren Gesprächen zu, dass er Folgendes bereits gewusst habe. Erstens, dass der Marschall Blomberg bereits vor Monaten Göring gefragt habe, ob es zulässig sei, dass er ein Verhältnis mit einer Dame aus niederer Herkunft habe. Nach einiger Zeit hatte Blomberg Göring gefragt, ob er ihm behilflich sein wolle, einen Heiratsdispens zu erhalten für diese Dame, wie er sich ausdrückte, mit einer Vergangenheit. Nach einiger Zeit kam Blomberg wieder und erzählte Göring, leider habe diese Dame seines Herzens noch einen weiteren Liebhaber und er müsse Göring bitten, ihm Blomberg behilflich zu sein, diesen Liebhaber beiseite zu schaffen. Entschuldigen Sie, das erzählte Göring damals Heldorf. Heldorf. Und Sie haben das erfahren von Heldorf. Von Heldorf und wir haben es in dem weiteren Verlauf der Untersuchung auch anderweitig erfahren. Göring schaffte darauf den Liebhaber beiseite,
indem er ihm die Wiesen gab und ihn nach Südamerika verbannte. Trotzdem unterrichtete Göring über dieses Vorspiel Hitler nicht. Er ging sogar mit Hitler zusammen als Trauzeuge zu der am 12. Januar stattfindenden Eheschließung des Marschalls Blomberg. Ich möchte hier bemerken, Dr. Dix, Dr. Dix, the tribunal would wish to know how you suggest that these matters, which appear to be personal, are relevant to the charges. Yes, they affect Schacht. Is it relevant either in the way that they affect Schacht or the defendant Göring or the defendant Frick? Ich vertrete hier nur die Interessen, die berechtigten Interessen des Angeklagten Schacht. Es ist notwendig, diese Krise in ihrer ganzen Schauerlichkeit darzustellen, um zu begreifen, welche revolutionierende Wirkung sie auf Schacht und seinem Kreis gegenüber dem Regime gehabt hat. Ich habe schon früher einmal gesagt, in der Entwicklung Schachts vom Anhänger und Bewunderer bis zu einem gewissen Grade Hitlers zu einem Todfeind, der ihn nach dem Leben trachtet, ist der Wendepunkt die Fritsch-Krise. Das Tribunal kann diesen inneren Umschwung nicht verstehen und nicht würdigen, wenn das Tribunal nicht selbst den gleichen Eindruck empfängt, den damals Schacht empfunden hat. Es kommt uns hier oder mir hier wahrlich in keiner Weise darauf an, unnötig irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen. Der Entschluss, diese Fragen zu stellen und den Zeugen zu veranlassen, die Fritsch-Krise in den notwendigen Einzelheiten zu schildern, beruht eben nur darauf, dass man die weitere Entwicklung Schachts und auch die Wirkung dieser Fritsch-Krise auf den Kreis, sag mal, den Kreis Osterkanaris, zu dem Schacht gehörte, gar nicht verstehen kann, wenn man nicht die Ungeheuerlichkeiten dieser Krise kennt. Und angesichts dieser Tatsache muss man, so unangenehm es ist, sich dazu entschließen, diese zum Teil sehr persönlichen Dinge zur Kenntnis des Tribunals zu kommen. Ich kann es leider nicht entbehren für meine Verteidigung. Es ist das Pivot meiner Verteidigung. If the tribunal please, it might be helpful at this time to know our position
in reference to this line of testimony, if it is to be considered whether admissible or not now, I should desire, if this incident were not brought out, to bring it out upon cross-examination upon several aspects. One is, it shows the background of the incident of yesterday, which I think is important in appraising the truthfulness of testimony in this case. The other thing is, it bears upon the conspiracy to seize power. There were certain men in Germany that these conspirators had to get rid of. Some of them they could kill safely. Some of them, as we see from the Rome Purge, when they went to killing, they aroused some opposition. They had to strike down by other means. And the means they used against Fritsch and Blomberg show the conspiracy to seize power and to get rid of the men who might stand in the way of aggressive warfare. It will appear, I think, that Fritsch and Blomberg were among the reliances of the German people allowing these Nazis to get as far as they did, believing that here at least were two men who would guard their interests. And the method by which those men were stricken down and removed from the scene, we would consider an important part of the conspiracy story, and I would ask to go into it on cross-examination. That might perhaps be material to the court in deciding whether it should proceed now. Darf ich noch etwas sagen? Dr. Dix, the tribunal thinks, in view of what you've said and what Mr. Justice Jackson has said, that your examination must continue. And you will no doubt try to confine it as much as you can to the political aspects of the matter. Selbstverständlich. Aber das Persönliche ist hier von so großer politischer Wirkung gewesen, dass es eben nicht ganz entbehrt werden kann. Also, Herr Dr. Gisevius, Sie sehen ja die Schwierigkeit der Situation. Wir wollen hier nur bekunden, soweit es der Erforschung der Wahrheit dient. Sensationen oder sonst wie wollen wir nicht machen als Selbstzweck. Wo es aber notwendig ist, Dinge zu sagen, um dem Tribunal die Entwicklung verständlich zu machen, so bitte ich Sie, sich freimütig zu äußern. Ich bitte das Hohe Gericht, auch meine Schwierigkeit in Rücksicht stellen zu wollen. Auch ich spreche nicht gerne über diese Dinge. Als ich muss hinzufügen, dass Göring der einzige Chef des Forschungsamtes war. Das ist jene Institution, die alle Telefonüberwachungen im Dritten Reiche übernahm. Dieses Forschungsamt begnügte sich nicht, wie es hier geschildert worden ist, nur mit Telefonabhörungen und Dechiffrierungen. Es hatte auch seinen eigenen Nachrichtendienst bis herunter zu eigenen Beamten die Erkundigung einziehen konnten, sodass es durchaus möglich war, auch über die Marschallin von Blomberg vertrauliche Erkundigung einzuziehen. Als Heldorf Göring die Akte übergeben hatte, sah Göring sich gezwungen, diese Akte Hitler zu geben. Hitler erlitt einen Nervenzusammenbruch und entschloss sich, den Marschall Blomberg sofort zu entlassen. Wie Hitler es später auch
den Generälen in öffentlicher Sitzung gesagt hat, war sein erster Gedanke, zum Nachfolger Blombergs den Generalobersten von Fritsch zu ernennen. In dem Augenblick, als er diesen Entschluss aussprach, erinnerte ihn Göring und Himmler, dass dieses nicht möglich sei, da Fritsch durch eine Akte aus dem Jahre 1935 aufs Schwerste kriminell belastet sei. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, was ist Ihre Erkenntnisquelle für diese Unterhaltung zwischen Hitler und den Generälen über die Nachfolge Fritsch und diese Mitteilung Görings an? Mehrere Generäle, die an der Sitzung teilgenommen haben, haben es mir erzählt. Und ich habe schon gesagt, dass im Laufe der Dinge, die ich noch zu schildern haben werde, auch Hitler viele persönliche Erklärungen abgegeben hat. Und wir haben auch die Originaldokumente des später stattfindenden Reichskriegsgerichts in unserem Besitz bis zum 20. Juli gehabt. Die Akte aus dem Jahre 1935, die nunmehr im Januar 1938 Hitler vorgelegt wurde, bezog sich darauf, dass die Gestapo im Jahre 1934 neben anderen Staatsfeinden auf den Gedanken gekommen war, auch Homosexuelle als kriminelle Verbrecher zu verfolgen. Auf der Suche nach Material war die Gestapo in Zuchthäuser gegangen und hatte gerichtlich verurteilte Zuchthäusler, die Homosexuelle erpresst hatten, um Material gebeten und Namen, wer wohl homosexuell sei. Dabei hatte ein Zuchthäusler eine fürchterliche Geschichte zu Protokoll gegeben, die nun wirklich so scheußlich ist, dass ich sie hier nicht wiedergeben werde. Es genügt, dass dieser Zuchthäusler meinte, der davon Betroffene sei ein gewisser Herr von Fritsch oder Frisch gewesen. Des genauen Namens konnte sich der Zuchthäusler nicht entsinnen. Die Gestapo übergab diese Akte im Jahre 1935 Hitler. Hitler war entrüstet über den Inhalt. Er sagte, wie er sich vor den Generälen ausgedrückt hat, er habe von einer solchen Schweinerei nichts wissen wollen. Hitler gab die Anordnung, diese Akte solle unverzüglich verbrannt werden. Jetzt, im Januar 1938, erinnerte Göring und Himmler Hitler an diese Akte. Und es war Heydrichs Geschick vorbehalten, diese im Jahre 1935 angeblich verbrannte Akte nunmehr wieder Hitler vorzulegen, und zwar inzwischen vervollständigt um ganz beträchtliche Untersuchungen. Hitler glaubte in diesem Moment, wie er den Generälen gesagt hat, nach der Enttäuschung, die ihm Blomberg bereitet hatte, dass auch bei Fritsch allerhand Böses möglich sei. Der Angeklagte Göring erbot sich Hitler, den Zuchthäusler aus dem Zuchthaus in die Reichskanzlei zu bringen. Göring bedrohte zuvor diesen Zuchthäusler in Karinhall mit dem Tode. Wurde Fritsch
in die Reichskanzlei bestellt und von Hitler auf die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen aufmerksam gemacht. Fritsch, ein Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle, hatte durch den Adjutanten Hitlers eine vertrauliche Warnung erhalten. Sie war aber so unvollständig gewesen, dass Fritsch völlig erschrocken in die Reichskanzlei kam. Er verstand überhaupt nicht, was Hitler ihm vorwarf. Entrüstet stritt er ab, was er verbrochen haben sollte. Er gab Hitler in Gegenwart Görings sein Ehrenwort, dass alle Beschuldigungen falsch seien. Aber Hitler ging zur nächsten Türe, öffnete diese und herein trat dieser Zuchthäusler, erhob den Arm, zeigte auf Fritsch und sagte, das ist er. Fritsch war sprachlos. Er konnte einzig verlangen, dass eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet wurde. Hitler verlangte seine sofortige Demission und wollte unter dieser Bedingung, dass Fritsch schweigend ging, die Angelegenheit auf sich beruhen lassen. Fritsch wandte sich an den Chef des Generalstabes Beck. Der Chef des Generalstabes Beck intervenierte bei Hitler. Es entstand ein großer Kampf darum, dass diese ungeheuerlichen Beschuldigungen gegen Fritsch gerichtlich untersucht werden möchten. Dieser Kampf zog sich ungefähr eine Woche hin. Es gab dramatische Auseinandersetzungen in der Reichskanzlei. Am Ende nahte der berühmte 4. Februar, zu dem die Generäle nach Berlin bestellt wurden, die bis zu diesem Tage, also noch 10 Tage seit der Entlassung Blombergs und Beurlaubung Fritschs, völlig ahnungslos waren, dass ihre beiden Vorgesetzten nicht mehr im Amte walteten. Hitler persönlich trug den Generälen die Akte vor, in einer Form, dass auch sie vollständig verwirrt waren und sich damit zufrieden gaben, die Angelegenheit sollte gerichtlich untersucht werden. Gleichzeitig überraschte Hitler die Generäle. Sie haben auch hier Kenntnis von Teilnehmern dieser Versammlung. Gleichzeitig überraschte Hitler die Generäle mit der Meldung, dass sie einen neuen Oberbefehlshaber, den Generalobersten von Brauchitsch, bekommen hatten. Ein Teil der Generäle war inzwischen amtsenthoben. Und ebenfalls war an jenem Abend zuvor jene Meldung in der Zeitung erschienen, in der Hitler unter dem Vorwand einer Konzentration der Regierungsverhältnisse den Außenminister von Neurath entlassen hatte, den Wechsel im Wirtschaftsministerium perfektuiert hatte, eine Anzahl Diplomaten ihres Postens enthoben hatte und dann als Annex zu dieser Meldung den Wechsel im Kriegsministerium und in der Heeresführung bekannt gegeben hatte. Es entspann sich nunmehr wiederum ein wochenlanger Kampf um den Zusammentritt des Kriegsgerichts, das über die Rehabilitierung des Generalobersten von Fritsch zu entscheiden hatte. Dieses war für uns alle der Moment, wo wir glaubten,
vor einem höchsten deutschen Gericht beweisen zu können, mit welchen Mitteln die Gestapo sich ihrer politischen Gegner entledigte. Hier war die einzigartige Gelegenheit, unter Eid Zeugen vernehmen zu können, wie diese ganze Intrige eingefädelt war. Und so machten wir uns dann an die Arbeit, diesen Prozess an unserem Teile vorzubereiten. Was heißt wir in diesem Fall? Ich nenne in diesem Zusammenhang vor allem einen Mann, der selber als rechtschaffener Jurist und Richter Teilnehmer bei diesem Reichskriegsgericht war. Es ist der damalige Reichskriegsgerichtsrat und spätere Chefrichter des Heeres, Ministerialdirektor Dr. Sack. Dieser Mann glaubte, es dem Gedanken des Rechtes schuldig zu sein, mit allen Mitteln an der Aufdeckung dieser Dinge mitzuwirken. Er hat es getan und auch er ist nach dem 20. Juli den Weg des Todes gegangen. Bei dieser Untersuchung stellte sich nunmehr Folgendes heraus. Die Richter des Reichskriegsgerichtes vernahmen nun ihrerseits die Gestapo-Zeugen. Sie untersuchten die Protokolle der Gestapo, sie machten Lokaltermine und es dauerte nicht lange, bis sie mit Hilfe allerdings des Kriminalisten Nebe genau eruiert hatten, dass es sich bei dieser ganzen Angelegenheit um einen Doppelgänger handelte, nicht um den Generalobersten von Fritsch, sondern um einen längst pensionierten Hauptmann außer Diensten von Frisch. Bei dieser Untersuchung stellten die Richter ein weiteres fest. Sie konnten den Nachweis erbringen, dass die Gestapo bereits am 15. Januar in der Wohnung dieses Doppelgängers von Frisch gewesen waren und seine Haushälterin befragt hatten. Ich darf noch einmal jetzt die beiden Daten gegenüberstellen. Am 15. Januar ist für die Gestapo erwiesen, dass Fritsch nicht der Schuldige war. Am 24. Januar bringt der Angeklagte Göring den Zuchthäusler und Belastungszeugen in die Reichskanzlei, um Fritsch, den Generalobersten, seiner Schuld zu überführen. Wir glaubten, dass wir hierbei allerdings einem intriganten Stück von geradezu unvorstellbaren Ausmaßen gegenüberstanden. Und hier glaubten wir, dass nunmehr auch der skeptischste General sehen musste, dass sich nicht nur in den unteren Regionen der Gestapo unsichtbar, verborgen, ohne dass jemand in den Ränken der Minister und Reichskanzlei etwas davon wusste, Dinge abspielten, die jedermann von Ehre und Recht zum Eingreifen zwingen mussten. Dieses war der Grund, dass nunmehr wir in einer größeren Gruppe uns zusammenfanden und dass nunmehr wir sahen, jetzt brauchen wir nicht nur heimliches Material über die Gestapo sammeln.
Das war ja die große Schwierigkeit, unter der wir standen. Wir hörten unendlich viel. Aber wenn wir dieses Material weitergegeben hätten, dann hätten wir jedes Mal diejenigen Männer, die uns dieses Material zuspielten, dem Gestapo-Terror ausliefern müssen. Hier konnten wir auf legalem Wege vorgehen. Und so begannen wir unseren Kampf, den Generalobersten von Brauchitsch dazu zu bewegen, in dem Reichskriegsgericht die nötigen Beweisanträge zu stellen. Was heißt hier wir? In diesem Moment fand sich eine Gruppe, von der ich hervorheben muss, Herrn Dr. Schacht, der damals im höchsten Maße aktiv war, der damals zu dem Generaladmiral Reeder ging, zu Brauchitsch ging, zu Rundstedt ging, zu Gürtner ging, der damals überall versuchte zu sagen, jetzt ist die große Krise da, jetzt müssen wir handeln, jetzt ist es die Aufgabe der Generäle, uns von diesem Terrorregime zu befreien. Aber ich muss noch einen anderen Namen nennen in diesem Zusammenhang. Bereits im Jahre 1936 hatte mich Schacht mit Dr. Gördeler zusammengebracht. Ich habe die Ehre gehabt, mit diesem tapferen Manne von da an den Weg gemeinsam bis zum 20. Juli gehen zu dürfen. Und ich will auch nicht, dass ich hier seinen Namen zum ersten Mal nenne, ohne dass in diesem Saale, wo so viele furchtbare Dinge bekannt werden, auch der Name eines Deutschen genannt wird, der ein tapferer, unerschrockener Kämpfer für Freiheit und Recht und Anstand war. Und von dem ich glaube, er wird einstmals nicht nur in Deutschland ein Vorbild sein, dass man seine Pflicht auch unter dem Gestapo-Terror tun kann, treu bis zum Tode. Dieser Dr. Gördler, immer schon ein unerschrockener und unermüdlicher Kämpfer, war in diesen Tagen von einer Tapferkeit sondergleichen, ähnlich Dr. Schacht ging er von einem Ministerium zum anderen, von einem General zum anderen. Und er glaubte auch, dass nun die Stunde geschlagen hätte, wo wir die große Front der Anständigen mit den Generälen an der Spitze errichten konnten. Brauchitsch hat damals nicht abgelehnt. Er hat es damals Gördeler gegenüber nicht abgelehnt zu handeln. Er ist Gördeler sogar gegenüber in seinen Zusicherungen für einen Putsch bis an die Grenze des Religiösen gegangen. Und ich darf mich als Zeugen dafür anführen, dass auch Brauchitsch mir gegenüber die feierliche Zusicherung abgab, er würde jetzt diese Gelegenheit zum Kampf gegen die Gestapo benutzen. Aber Brauchitsch stellte eine Vorbedingung. Diese Vorbedingung wurde von den Generälen insgesamt übernommen.
Bauchitsch sagte, Hitler ist nur ein noch so populärer Mann. Wir fürchten den Hitler-Mythos. Wir wollen dem deutschen Volke und der Welt den letzten Beweis liefern in Form der Sitzung des Reichskriegsgerichtes und dessen Urteilsspruches. Deswegen verschob Brauchitsch seine Handlung auf den Tag des Urteilsspruchs des Reichskriegsgerichtes. Das Reichskriegsgericht trat zusammen. Es begann seine Sitzung. Die Sitzung wurde plötzlich unter dramatischen Umständen unterbrochen. Ich muss allerdings hinzufügen noch etwas. Hitler ernannte zum Vorsitzenden dieses Reichskriegsgerichtes den Angeklagten Göring. Und nun trat das Reichskriegsgericht unter dem Vorsitz Görings zusammen. Ich weiß von Nebe, wie eingehend Göring sich die Tage vorher mit Himmler und Heydrich über dieses Gericht beriet. Ich weiß, dass Heydrich zu Nebe sagte, dieses Reichskriegsgericht wird das Ende meiner Laufbahn sein. Hat Ihnen das mit, Nebe gesagt? Das hat er zu Nebe wörtlich gesagt. Ja, hat Ihnen das Nebe gesagt? Jawohl, noch am selben Tage. Das Reichskriegsgericht wird die große Gefahr für die Gestapo sein. Und nun trat dieses Reichskriegsgericht zusammen, tagte einige Stunden und wurde unter dramatischen Umständen vertagt, denn dieses war der Tag, an dem die Entscheidung fiel, die deutschen Armeen nach Österreich einmarschieren zu lassen. Es war uns schon damals kein Zweifel, weswegen der Präsident dieses Kriegsgericht ein so unerhörtes Interesse hatte, dass an diesem Tage noch die Truppen den Marschbefehl kriegten, der sie nicht in Frontstellung nach innen, sondern mit dem Ziel nach außen marschieren ließ. Erst nach einer Woche konnte das Reichskriegsgericht wieder zusammentreten. Aber dann war Hitler der Triumphator. Die Generäle hatten ihren ersten Blumenfeldzug hinter sich. Eine Volksabstimmung war angesagt. Der Jubel war groß und die Verwirrung bei den Generälen noch größer. Und so ging dieses Kriegsgericht auseinander. Fritschs Unschuld wurde ausdrücklich festgestellt, aber Brauchitsch meinte, in dieser neuen psychologischen Situation, die durch die Annexion Österreichs verursacht war, könne er nicht mehr es verantworten, zu einem Putsche zu streiten. Dies ist in großen Zügen die Geschichte, wie praktisch das Kriegsministerium seiner führenden Männer beraubt wurde, die Generäle in eine Verwirrung ohnegleichen gebracht wurden und von welchem Augenblick an wir nunmehr den Weg steil abwärts in den Radikalismus hineingingen.
Ich darf vielleicht um die Erlaubnis des Gerichts bitten, in diesem Zusammenhang einen Satz als einem Dokument verlesen zu dürfen, welches ich unter Schacht Exhibit Nummer 15 überreichen werde. Mein Dokumentenbuch ist noch in der Übersetzung. Ich hoffe aber, dass es am Tage der Vernehmung Schachts da sein wird. Es ist nur ein Satz, der aber in diesem Zusammenhang interessant ist, nämlich aus dem Zweijahresbericht des Generalstabs. Have these documents been submitted to the prosecution and to the tribunal at all? Ja, die Dokumente sind ja eingehend zweimal mit der Anklage. Erstens für die Frage der Übersetzung und dann für die Frage der Zulassung als Beweismittel besprochen und dann hier zwischen Mr. Dopp und hier vor dem offenen Court diskutiert worden. Also ich habe die feste Überzeugung, dass die Anklage das Dokument durchaus kennt. Es ist auch nur ein Satz. Ich glaube nicht, dass seitens der Prosecution Bedenken sein wird. Yes, very well, Dr. Satz. Es ist sonst im Zusammenhang des Dokumentenbeweises so leicht auseinandergerissen und ich will manchmal, wenn es sachlich sich empfiehlt, schon eine Urkunde hier hereinbringen. Ich erspare es ja dann am Dokumentenbeweis. Es ist ein Satz aus dem Zweijahresbericht des Generalstabschefs der Vereinigten Staaten an den Kriegssekretär über die Zeit vom ersten... I don't know what this document is, Your Honor. I should like to know, because we may want to ask some questions about it. I don't want to delay Dr. Dix, but I haven't a copy of it, and I don't know just what it is yet. Also, ich wollte abkürzen damit, wenn ich auch den Dokumentenbeweis. Wenn ich aber sehe, dass Schwierigkeiten sich ergeben, und lange Diskussion, dann werde ich es unterlassen und werde dann diese ganzen Urkunden eben im Urkundenbeweis vortragen. So erreiche ich ja nicht meinen Zweck. Sie wollen vielleicht in Ergänzung zum Verständnis des Tribunals dem Gericht noch eine Bekundung darüber machen, über die Stellung, die der Vorsitzende im deutschen Gerichtsverfahren einnimmt, dahingehend, dass die Kontrolle des Verhörs in seinen Händen liegt, überhaupt der ganze Aufbau in seinen Händen liegt. Herr Dr. Dix, ich zweifle nicht, dass an sich Sie über die Zuständigkeit eines deutschen Vorsitzenden besser und juristisch klarer antworten können. Ich möchte aber Folgendes sagen. Ich habe das Stenogramm dieser Sitzung gelesen. Denn es ist eins jener Dokumente, das wir glaubten, einmal der Öffentlichkeit übergeben zu sollen. Auch dieses hoffe ich, wir werden es noch einmal finden. Und daraus geht hervor, dass der Angeklagte Göring als Vorsitzender den Tenor der gesamten Verhandlung und der Fragen bestimmte. Er fragte den Belastungszeugen und er sorgte dafür, dass andere Fragen nicht gestellt wurden, die vielleicht hätten peinlich werden können. Ich muss sagen, aus der Lektüre dieses umfangreichen Protokolls, dass Göring es verstanden hat, in jeder Hinsicht die wahren Hergänge durch seine Verhandlungsführung zu vertuschen. Ich habe bei meinen einleitenden Worten zu Anfang der Sitzung die Fitch-Fritsch-Krise, die entscheidende innenpolitische Vorstufe des Krieges, von mir aus genannt. Sie haben, Herr Doktor, diesen Ausdruck aufgenommen. Und wollen Sie sich nach Abschluss der Schilderung der Fritsch-Krise bitte dazu entschließen,
diese Ihre von Ihnen aufgenommene Ansicht zu begründen? Und wie war der Eindruck auf Ihren Kreis in dieser Richtung, insbesondere auch auf Schacht? Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass bis zu dieser Fritsch-Krise es schwer war, innerhalb der deutschen Opposition auch nur den bloßen Gedanken an Krieg laut werden zu lassen. Das kam daher, dass in Deutschland die oppositionellen Kreise so sehr von der Stärke der Armee durchdrungen waren und von der Stärke der führenden Männer, dass sie glaubten, es genüge, einen solchen Ehrenmann wie Fritsch an der Spitze der deutschen Armee zu sehen. Der Gedanke schien unvorstellbar, dass Fritsch ein Abgleiten in den Terror dulden würde, aber auch ein Hineingleiten in den Krieg. Nur einige wenige hatten darauf hingewiesen, dass es in dem Gesetze jeder Revolution liegt, dass sie eines Tages über die Grenzen eines Volkes hinausgeht. Wir glaubten aus der Geschichte, warnten diejenigen, die von einer Revolution überzeugt waren, nicht nur von einer Diktatur, immer wieder, dass eines Tages diese Revolutionäre als letztes Mittel zum Kriege schreiten würden. Je mehr nun im Zuge der Fritsch-Krise klar wurde, dass der Radikalismus das Feld behauptete, wurde einem weiteren Kreise klar, dass die Kriegsgefahr nicht mehr von der Hand zu weisen war. Und gehörte zu diesem Kreise auch der angeklagte Schacht? Ja. In diesen Tagen der Fritsch-Krise haben Schacht, wie viele andere, gesagt, das ist der Krieg. Und dieses wurde auch unzweideutig dem damaligen Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauritsch, gesagt. Nun drängt sich die Frage auf, warum finanzierte denn nun Schacht, allerdings vorher, zumindest in den Anfängen, die Aufrüstung? Schacht hat mir immer zur Begründung gegeben, er habe die Aufrüstung zu defensiven Zwecken mit seinen Mitteln ausgestattet. Schacht war lange Jahre davon durchdrungen, dass ein so großes Volk in der Mitte Europas wenigstens die Mittel für eine Defensive haben müsste. Ich darf darauf hinweisen, dass damals weiteste Kreise des deutschen Volkes von dem Gedanken durchdrungen waren, es könne etwa aus dem Osten eine offensive Gefahr kommen. Wir dürfen nicht vergessen, mit welcher Propaganda damals das deutsche Volk überschüttet wurde und dass insbesondere diese Gefahr aus dem Osten mit dem Hinweis auf die polnischen Aspirationen auf Ostpreußen begründet wurde. Hat sich Schacht mit Ihnen auch damals darüber unterhalten, dass er mit dieser Aufrüstung insofern politische Zwecke verfolgte,
als er durch Sie die Debatte über die allgemeine Abrüstung wieder in Gang setzen wollte. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe leider diesen Punkt vergessen, von mir aus hervorzuheben. Bin ich das? Schacht war der Meinung, man müsse mit allen Mitteln das Gespräch um die Aufrüstung wieder in Gang bringen. Ihm schwebte vor, dass sehr bald schon, ich glaube, seit 35 hat er diese Meinung, die Gegenseite auf die deutsche Aufrüstung verweisen würde und dass dann Hitler gezwungen werden würde, nunmehr wegen seiner bekannt gewordenen Wiederaufrüstung die Gespräche auf der Abrüstungskonferenz neu zu beginnen. Ist das, was Sie eben gesagt haben, der Gegenstand Ihrer damaligen Gespräche mit Schacht? Oder ist das ein Urteil ex post? Nein, ich entsinne mich dieser Gespräche deswegen so genau, weil ich mir damals gar nicht vorstellen konnte, dass Hitler einen sonderlichen Hang hatte, zu einer Abrüstungskonferenz zu gehen. Ich rechnete meinerseits mit einer ganz anderen Mentalität Hitlers und war ein bisschen erstaunt, dass Schacht solche Gedankengänge bei Hitler überhaupt für möglich hielt. Nun, hatten Sie den Eindruck aus Ihren Unterhaltungen mit Schacht, dass er über Art, Umfang, Tempo, Ausmaß und so weiter der Aufrüstung im Einzelnen orientiert war? Ich entsinne mich deutlich, wie oft Schacht Freunde von mir und auch mich persönlich fragte, ob wir ihm nicht behilflich sein könnten, den Umfang der Aufrüstung durch Rückfragen im Kriegsministerium zu eruieren. Ich habe gestern schon die Versuche geschildert, die er unternahm, um über Oster und Thomas Einzelheiten in Erfahrung zu bringen. Nun, können Sie dem Tribunal etwas darüber sagen, ob denn überhaupt Schacht sich dann bemüht hat, die Rüstungsausgaben und damit die Rüstung nach Tempo und Ausmaß zu beschränken und bejahendenfalls, wann diese Bemühungen Schachts einsetzten? Diese Bemühungen setzten meines Wissens bereits im Jahre 1936 ein und in den erregten Debatten um Schachts Rücktritt als Wirtschaftsminister im Jahre 1937 spielten diese Bemühungen eine besonders große Rolle. Ich entsinne mich, dass eigentlich jedes Gespräch um diesen Punkt kreiste. Nun wird gesagt, und verständlicherweise auch von der Anklagebehörde gesagt, dass die Begründungen, die Schacht in offiziellen Eingaben und so weiter der Notwendigkeit dieser Beschränkung geben hätte, vornehmlich auf finanztechnischem Gebiet gelegen hätten, dass also der besorgte Wirtschaftsführer, der besorgte Notenbankpräsident aus ihm gesprochen habe und nicht der besorgte Patriot, der fürchtet, dass sein Land einem Kriege zueilt. Wissen Sie, haben Sie mit Schacht Unterhaltungen geführt, in deren Erinnerungen Sie zu diesem meinem Vorhalt dem Tribunal etwas Nützliches sagen können? In diesen ganzen Vorbesprechungen gab es vor jedem Schriftsatz, den Schacht absandte, Dutzende von Vorentwürfen. Sie wurden im Freundeskreis durchgesprochen, um nur ein Beispiel zu nennen, hat Schacht
wiederholt solche Schreiben auch mit Gördeler durchgesprochen. Immer ging es um eine Frage. Was kann man sagen, damit ein solches Schreiben nicht als Provokation empfunden wird, sondern damit es den Zweck erfüllt, die übrigen bürgerlichen Minister und insbesondere den Kriegsminister von Blomberg auf die Seite Schachts zu ziehen. Denn das war ja gerade der Kampf. Wie überzeugt man solche Minister wie Blomberg, Neurath oder Schwerin-Krosigk, die viel loyaler Hitler gegenüberstanden, dass sie sich Schacht anschließen, statt dass sie sagen, dass Schacht wieder einmal mit seiner bekannten bissigen Zunge Hitler und Göring provozierte. Alle diese Schreiben sind nur zu verstehen aus den taktischen Gründen, die, wie gesagt, eingehendst mit führenden Männern der Opposition beraten wurden. Nun, nach der Fritsch-Krise, wie gestaltete sich denn nun die politische Verschwörerarbeit, die Sie und Ihre Freunde mit Schacht gemeinschaftlich hatten? Ich greife das Wort von der Verschwörung auf. Während bis zu diesem Augenblick ich unsere Tätigkeit mehr oder minder nur oppositionell nennen kann, begann in der Tat jetzt eine Verschwörung. Und nunmehr tritt auch in den Vordergrund ein Mann, der später als Haupt dieser Verschwörung eine große Rolle spielen sollte. Der damalige Chef des Generalstabes, Generaloberst Beck, meinte, es sei der Zeitpunkt gekommen, wo ein deutscher General das große Alarmsignal für das In- und Ausland zu geben habe. Es ist, wie ich glaube, für das Tribunal wichtig, auch den letzten Grund zu wissen, weswegen Beck sich zu diesem Schritte entschloss. Der Chef des Generalstabes war zugegen, als Hitler im Mai 1938 in Jüterbock vor den Generälen eine große Rede hielt. Diese Rede war gedacht als Rehabilitierung Fritschs. Mit ein paar Worten wurde auch über Fritsch gesprochen. Aber mehr wurde gesprochen und zum ersten Mal offen vor deutschen Generälen in großem Kreise von Hitlers Absicht, die Tschechoslowakei mit Krieg zu überziehen. Beck hörte diese Rede. Er war entrüstet, dass er als Chef des Generalstabes zum ersten Male von einer solchen Absicht in einem solchen Gremium hörte, ohne vorher auch nur unterrichtet oder befragt worden zu sein. Noch während der Sitzung schickte Beck zu Brauchitsch einen Brief, in dem er diesen um eine sofortige Unterredung bat. Brauchitsch verweigerte diese
und ließ Beck ostentativ mehrere Wochen warten. Beck geduldete sich nicht so lange. Er verfasste ein umfangreiches Memorandum, in dem er als Chef des Generalstabes sich dagegen verwahrte, dass das deutsche Volk in Kriegsabenteuer hineingezogen würde. Beck erklärte am Ende dieses Memorandums seinen Rücktritt. Und hier glaube ich, Zeit, dass ich auch über diesen Chef des Generalstabes ein Wort sage. Einen Moment, Herr Doktor, wollen Sie nur noch sagen, von wem haben Sie diese Kenntnis über Verhandlungen Beck-Brauschitsch und die inneren Erwägungen von Beck? Beck schenkte mir sein Vertrauen und ich habe die letzten Jahre aufs Engste mit ihm zusammengearbeitet und bis in die letzte Stunde seines Lebens, am 20. Juli, habe ich an der Seite von ihm gestanden. Und ich kann hier bezeugen, und es ist wichtig für dieses Gericht, dass Beck immer wieder mit dem Problem gerungen hat, was ein Chef des Generalstabs zu tun hat, wenn er sieht, dass die Dinge in den Krieg treiben. Und deswegen bin ich es seinem Andenken und meinem Eide hier schuldig, nicht zu verschweigen, dass Beck die Konsequenz zog, als einziger deutscher General freiwillig von seinem Posten zurückzutreten, um zu zeigen, dass es auch für Generäle in führenden Positionen eine Grenze gibt, wo sie unter Einsatz ihrer Position und ihres Lebens zurückzutreten haben und nicht mehr Befehle entgegenzunehmen haben. Beck war der Meinung, dass der Generalstab nicht nur eine Vereinigung von Waffentechnikern sei. Beck sah in dem deutschen Generalstab das Gewissen der deutschen Armee. Und so erzog er seine Generalstäbler und litt die späten Jahre seines Lebens unendlich darunter, dass Menschen, die von ihm in diesem Sinne erzogen waren, nicht diesen Weg des Gewissens gingen. Und ich bin es diesem Manne schuldig zu sagen, dass er ein Mann des Charakters unbeugsam. Dr. Dix, I think we might get on to what Beck actually did. Das will ich tun, aber auch, ja, einmal, Frau Lordschaft. The witness has said that Beck protested in a memorandum and offered to resign. Now, that was some minutes ago, and since then he has been talking, but hasn't told us what Beck did. Ja, das kommt jetzt in der weiteren Entwicklung. Ich darf nur darauf aufmerksam machen. Wir hielten nach der Jüterbocker Rede des Generalobersten Beck bei seinem Entschluss und der Durchführung des Entschlusses seinen Abschied einzureichen. Was tat er denn nun? Beck wurde von Hitler und Brauchitsch dringend ersucht, in seinem Amte zu bleiben. Beck weigerte sich und beharrte auf seinem Rücktritt.
Daraufhin drangen Hitler und Brauchitsch in Beck, es möge wenigstens sein Rücktritt nicht publiziert werden. Und Beck möge formell seinen Rücktritt auf einige Monate später verschieben. Beck, der damals noch nicht den Weg zum Hochverrat gegangen war, glaubte, diesem Ansuchen stattgeben zu sollen. Er hat diese loyale Haltung späterhin aufs Tiefste bedauert. Tatsache ist, dass bereits Ende Mai oder Anfang Juni sein Nachfolger, der General Halder, die Dienstgeschäfte des Generalstabschefs übernahm und Beck von diesem Augenblick an faktisch seines Amtes nicht gewaltet hat. Darf ich nochmals fragen? Die Kenntnis dieser Tatsachen gründen Sie auf welche Beobachtungen und Unterhaltungen? Mit wem? Damals auf ständige Gespräche zwischen Beck, Oster, Görler, Schacht und einer ganzen Gruppe. Und die Frage, warum Beck seinen Rücktritt nicht publiziert hat, hat ihn später so sehr bedrückt, dass es ein ständiges Gespräch bis in die letzten Tage seines Lebens zwischen ihm und mir war. Das war der Rücktritt von Beck. Nun spukte ja aber auch in den Überlegungen wahrscheinlich auch das Problem eines eventuellen Rücktritts von Schacht. Ist diese Frage der Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit eines Rücktritts von Schacht zwischen Beck und Schacht nach Ihrer Kenntnis und Beobachtung besprochen? Jawohl, es wurde sehr eingehend darüber gesprochen. Beck war der Meinung, sein Rücktritt allein würde vielleicht nicht wirksam genug sein. Er trat daher an Schacht mit der Bitte heran, ob Schacht nicht auch seinerseits sich im Rücktritt Beck anschließen wolle. Es wurde eingehend hierüber gesprochen, einerseits zwischen Beck und Schacht persönlich, andererseits zwischen Oster und mir als der beiden Mittelsmänner. In diesen Gesprächen, gestehe ich ein, war ich ebenfalls der Meinung, Schacht solle unbedingt zurücktreten. Ich habe in diesem Sinne ihn auch beraten. Oster war der Meinung und bat Schacht, er möge unbedingt im Amte bleiben, weil für die Beeinflussung der Generäle unbedingt der Schacht mit dem Ministertitel und im Amte notwendig sei. Rückblickend muss ich hier aussagen, dass ich mit meinem damaligen Ratschlag an Schacht Unrecht hatte. Denn die Ereignisse, die ich danach zu schildern haben bestätigt, wie wichtig es für Oster und andere war, dass Schacht im Amte blieb. Das war ja nun eine sehr schwere Gewissensfrage für Schacht. Sie haben dem Tribunal bekundet, welche Ansicht Sie hatten und welche Ansicht zum Beispiel Oster hat. Aber es ist ja anzunehmen, dass auch Gründe Oster hatte.
hat er nun Schacht seine Gewissensqualen und seine Pros und Kontras seiner Überlegungen mit Ihnen besprochen und seinen endgültigen Entschluss. Jawohl. General, please. I don't object to the defendants trying their case in their own way, but I do think that we're passing beyond the limits of profitable inquiry here. Schacht is present. He's the man who can tell us about his conscience. And I know of no way that another witness can do so. And I think it's not a question that would have, to which the answer would have probative value. And I object respectfully. Dr. Dix, I think you'd better tell us as to what Schacht did. Naturally. I mean, say, not tell us, but get from the witness what Schacht did. Darf ich da kurz eine Bemerkung machen? Es ist natürlich richtig, was Justice Jackson sagt, dass Schacht am besten über seine Gründe Bescheid wissen wird und deshalb dem Gericht darüber Bekundung machen kann. Aber einer so diffizilen Frage, deren Berechtigung ja auch umstritten ist, die Prosecution, so habe ich sie wenigstens verstanden, neigt ja dazu, die Gedankengänge, welche damals Schachts Entschluss leiteten, als nicht berechtigt anzuerkennen, meine ich, dass wenigstens nach unseren Beweisgrundsätzen es doch für das Gericht von Erheblichkeit ist, auch von einem Augen- und Ohrenzeugen zu erfahren, was denn nun die Erwägungen gewesen sind und ob sie es wirklich damals gewesen sind oder ob nicht jetzt Schacht auf der Anklagebank ex post sich eine Erklärung zurechtzimmert. Ein Verdacht, unter den ja ein Angeklagter immer leicht leidet. Also wenn das Tribunal mir sagt... Dr. Dix, the Tribunal thinks that the witness can tell us what Schacht said and what Schacht did, but not what Schacht thought. Richtig, Euer Lordschaft. Er soll ja auch nur sagen, was er dem Zeugen mitgeteilt hat über seine damals mitgeteilt hat über seine. I don't think we need have any further discussion about it. The witness has heard what I have said, and you can ask him what Schacht said or what Schacht did, but not what Schacht thought. Also, was hat Schacht zu Ihnen gesagt über die Gründe seines Rücktritts? Schacht sagte mir damals, erstens, es sei nach allem, was wir erlebt hätten, kein Verlass auf die Generäle, dass sie wirklich einmal putschen würden. Aus diesem Grunde habe er als Politiker die Pflicht, sich auch auf Möglichkeiten einzurichten, wie man ohne einen Putsch eine Änderung der Zustände in Deutschland herbeiführen könne. Zu diesem Grunde hatte er sich einen Plan zurechtgelegt, den er mir damals entwickelte. Schacht sagte mir wörtlich: Ich habe Hitler an der Gurgel. Und damit meinte er, wie er mir eingehend begründete, dass nunmehr der Tag nahe, wo die bei der Reichsbank aufgenommenen Schulden von dem Reichsfinanzminister und somit auch von dem gesamten Reichskabinett zurückgezahlt werden müssten. Schacht zweifelte, ob der Finanzminister Schwerin-Krosigk so ohne weiteres bereit sein würde, die moralische und rechtliche Verpflichtung der Zurückzahlung der gegebenen Kredite einzuhalten. Für diesen Augenblick glaubte Schacht, mit seinem Rücktritt herauskommen zu sollen,
mit einem Kollektivschritt des Reichsbankdirektoriums und er hoffte, dass in dieser Situation sich die übrigen Reichsminister, die in ihrer Mehrheit damals noch bürgerlich waren, ihm anschließen würde. Das meinte er, wenn er mir sagte, ich habe hier noch einen Pfeil im Köcher und dies ist der Moment, wo selbst ein Neurath, Gürtner, Selte nicht mir die Gefolgschaft versagen kann. Ich habe damals Schacht geantwortet, ich zweifelte daran, ob es je zu einer solchen Kabinettsberatung kommen würde. Meines Erachtens würden die Schritte, mit denen man sich seiner entledigen würde, viel brachialer sein. Schacht glaubte mir nicht und vor allem sagte mir, eins werde er bestimmt erreichen. Es werde über diese Dinge im Kabinett geredet werden müssen und er werde dann eine ähnliche alarmierende Situation in Deutschland erreichen wie im Februar 1938 anlässlich der Fritsch-Krise. Er rechnete also mit einer Kabinettsumbildung im radikalen Sinne und einem dadurch ermöglichten, psychologisch ermöglichten Eingreifen der Generäle. Sie haben zu Anfang gesagt, Schacht hätte damit motiviert, er könne den Putsch absichten, oder sagen wir, der Putschzuverlässigkeit der Generäle nicht unbedingt trauen. Welche Generäle meinte er da und was meinte er überhaupt damit? Schacht meinte damals jene erste Putschsituation, die sich in Deutschland ergab in den Monaten Mai bis September 1938, als wir in die Krise um den Krieg gegen die Tschechoslowakei hineingingen. Beck hatte bei seinem Rücktritt uns versichert, damit meine ich Gördeler, Schacht und andere Politiker, dass er uns einen Nachfolger hinterließe, der noch energischer sei als er und der hart entschlossen sei, einen Putsch auszulösen, wenn Hitler sich zum Kriege entschließen sollte. Dieser Mann, auf den Beck vertraute und mit dem er uns zusammenbrachte, war der General Halder. In der Tat unternahm der General Halder unverzüglich nach Amtsübernahme Schritte, um mit Schacht, mit Gördler, Oster und unserer ganzen Gruppe diesbezügliche Gespräche aufzunehmen. Er ließ sich wenige Tage nach seiner Amtsübernahme Oster kommen, teilte ihm mit, dass die Dinge nach seinem Dafürhalten zum Kriege triebe und dass er dann einen Staatsstreich unternehmen werde. Er fragte Oster, was von seiner Seite unternommen sei, um nun die Zivilisten in das Komplott einzubeziehen. Welche Zivilisten kamen da in Frage, außer Gördeler und Schacht? Das fragte Halder Oster. Und Oster gab in der damaligen Situation, wo wir noch ein sehr kleiner Kreis waren, nach bestem Wissen die Auskunft, er kenne nur zwei Zivilisten, mit denen Halder politische Vorbesprechungen führen könne. Das eine sei Gördeler, der andere sei Schacht. Halder lehnte es ab, mit einem so suspekten Manne
wie Görler persönlich zu sprechen. Er begründete es, es sei für ihn zu gefährlich, einen Mann, den er noch nicht kenne, jetzt zu empfangen, während er zu einer Besprechung mit Schacht irgendwelche dienstliche Motivierungen finden könne. Halder bat Oster um Vermittlung einer solchen Unterredung mit Schacht. Oster wandte sich durch meine Vermittlung an Schacht. Schacht war bereit. Es sollte ein Treffpunkt an einem dritten Orte stattfinden. Ich warnte Schacht und sagte ihm, lassen Sie Halder in Ihre Wohnung kommen, damit Sie auch der Sache ganz sicher sind. Halder suchte Schacht persönlich im Ende Juli 38 in seiner Wohnung auf, teilte ihm mit, die Dinge stünden unmittelbar vor einem Kriege, er, Halder, wolle dann putschen und frage Schacht, ob er bereit sei, ihm dann politisch als führenden Posten zu helfen. Das hat ihn damals Halder erzählt. Hat mir damals Schacht erzählt und Halder hat es Oster erzählt. Und Oster hat es Ihnen erzählt? Ja, ich war ja der ständige Vermittler dieser Gespräche. Schacht antwortete, wie er mir unmittelbar im Anschluss an diesen Bericht Besuch Halders versicherte, er sei zu allem bereit, wenn die Generäle sich entschließen würden, Hitler zu beseitigen. Halder ließ sich am nächsten Morgen Oster kommen, erzählte ihm von dieser Unterredung und fragte Oster, ob nun auch alles polizeilich vorbereitet sei für diesen Putsch. Oster schlug ihm vor, Halder möge mit mir persönlich über diese Dinge sprechen. Ich hatte ein langes Gespräch in dunkler Nacht mit Halder über diesen Putsch. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich hier sage, was Halder mir damals als seine Absichten auseinandergesetzt hat. Zunächst versicherte mir Halder, dass für ihn kein Zweifel sei, im Gegensatz zu vielen anderen Generälen, dass Hitler den Krieg wolle. Halder beschrieb mir Hitler als einen Blutsäufer und Halder verwies auf das Blutbad vom 30. Juni. Aber Halder sagte mir, es sei leider so unendlich schwer, den Generälen und vor allem dem jungen Offizierkorps klarzumachen, was Hitlers eigentliche Absichten sei. Denn nach außen hin sei die Parole, mit der das Offizierkorps beeinflusst wäre, es handle sich nur um eine große Bluffaktion. Die Armee könne völlig sicher sein, dass Hitler nicht zum Kriege schreiten wolle, sondern nur ein diplomatisches Erpressungsmanöver großen Stiles vorbereite. Deswegen glaubte Halder, es sei unbedingt nötig, auch dem letzten Hauptmann den Beweis zu führen, dass Hitler nicht blöffe, sondern tatsächlich den Befehl zum Kriege gegeben habe. Halder war also damals entschlossen, um der Unterrichtung des deutschen Volkes unter Offiziere willen sogar den Ausbruch des Krieges in Kauf zu nehmen.
Auch dann fürchtete Halder den Hitler-Mythos. Deswegen schlug er mir vor, man solle am Tage nach Kriegsausbruch Hitler durch ein Bombenattentat beseitigen und dem deutschen Volke möglichst erzählen, Hitler sei durch einen feindlichen Bombenangriff in seinem Führerzuge umgekommen. Ich habe damals Halder geantwortet, dass ich vielleicht noch zu jung sei, aber ich könne nicht verstehen, dass er wenigstens nicht hinterher dem deutschen Volke sagen wolle, was die Generäle getan hätten. Halder ließ dann einige Wochen nichts von sich hören. Die Pressehetze gegen die Tschechoslowakei nahm immer bedrohlichere Formen an. Wir ahnten, jetzt werde es nur noch wenige Tage oder Wochen dauern und es würde zum Kriegsausbruch kommen. In diesem Augenblicke entschloss sich Schacht, Halder noch einmal in seiner Wohnung aufzusuchen und ihn bei seinem Worte zu nehmen. Ich hielt es für gut, dass bei dieser Unterredung ein Zeuge zugegen sei, und deswegen schloss ich mich Schacht einfach an. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Herr Halder über diese Zeugengegenwart sehr erfreut war. Halder bestätigte abermals, er sei hart entschlossen, einen Putsch auszulösen. Wiederum aber wollte er warten, bis das deutsche Volk Beweis von Hitlers Kriegsabsichten durch einen endgültigen Kriegsbefehl erhalten hätte. Schacht wies Halder auf die unerhörten Gefahren eines solchen Experimentes hin. Er machte Halder klar, dass es doch nicht anginge, einen Krieg auszulösen, nur um dem deutschen Volke die Hitler-Legende zu zerstören. In einem eingehenden und sehr erregten Gespräche erklärte sich nunmehr Halder bereit, den Putsch auszulösen, nicht nach offiziellem Kriegsausbruch, sondern in dem Augenblick, wo Hitler den endgültigen Befehl an die Armee zum Marsch gegeben hätte. Wir fragten Halder, ob er dann der Dinge noch mächtig sei oder ob dann ihn nicht Hitler durch einen Blitz überraschen würde. Halder erwiderte uns wörtlich: Nein, mich kann er nicht betrügen. Ich habe meine Generalstabspläne so angelegt, dass ich es 48 Stunden vorher wissen muss. Ich glaube, dieses ist wichtig, weil im späteren Ablauf der Dinge die Frist zwischen Marschbefehl und endgültigem Marsch erheblich verkürzt wurde. Halder versicherte uns, dass er außer der Berliner Aktion auch noch eine Panzerdivision in Thüringen bereitgestellt habe, unter dem General von Höppner, die eventuell die Leibstandarte, die in München war, auf einem Marsch nach Berlin aufzuhalten. Trotzdem Halder uns dieses alles gesagt hatte, blieb bei Schacht und mir von dieser Unterredung
ein gewisser bitterer Beigeschmack. Halder hatte nämlich Schacht gesagt, er Schacht schiene Halder zu pressen, den Putsch vorzeitig auszulösen. Und Schacht und ich waren der Meinung, dass Halder vielleicht im letzten Augenblick ausbrechen konnte. Wir unterrichteten sofort Oster von unserem schlechten Eindruck und sagten Oster, es müsse unbedingt etwas getan werden, noch einen weiteren General zu gewinnen, falls Halder im letzten Augenblick nicht handeln sollte. Oster sah dieses ein und dies ist die Vorgeschichte, wie nunmehr der spätere Generalfeldmarschall von Witzleben zum ersten Mal in unseren Verschwörerkreis eintrat. Wer gewann Witzleben? Schacht gewann Witzleben. Wie bitte? Schacht gewann Witzleben. Oster ging zu Witzleben, erzählte ihm alles, was sich abgespielt hatte. Daraufhin bestellte Witzleben mich zu sich. Ich erzählte ihm, dass meines Erachtens die polizeilichen Dinge so lägen, dass er als kommandierender General des Berliner Armeekorps einen Putsch getrost wagen könne. Und Witzleben stellte mir nun darauf die Frage, die jeder General damals uns stellte, ob es denn wahr sei, dass wirklich es wegen eines diplomatischen Zwischenfalls im Osten zum Kriege kommen werde, oder ob nicht wahr sei, was Hitler und Ribbentrop vertraulich den Generälen immer wieder sagten, es bestehe ein stillschweigendes Agreement mit den Westmächten, dass Deutschland freie Hand im Osten habe. Witzleben sagte, in diesem Falle, wenn wirklich ein solches Agreement bestünde, dann könne er selbstverständlich nicht putschen. Ich erklärte Witzleben, hierüber könne zweifellos Schacht mit seiner guten Kenntnis der angelsächsischen Mentalität umfassende Auskunft geben. Es wurde eine Zusammenkunft zwischen Schacht und Witzleben vereinbart. Witzleben nahm seinen Divisionsgeneral von Brockdorf, der den Putsch im Einzelnen durchführen sollte, zu diesem Gespräch mit. Und Witzleben, Brockdorf und ich fuhren gemeinsam auf das Landhaus von Schacht zu einer stundenlangen Besprechung. Sie endete damit, dass Witzleben sich von Schacht überzeugt fühlte, dass die Westmächte auf keinen Fall Deutschland den Weg nach Osten freigeben würden, sondern dass es nunmehr ein Ende sei mit der hitlerschen Politik der Überraschungen. Witzleben entschloss sich darauf, seinerseits und unabhängig von Halder, alle Vorbereitungen zu treffen, die notwendig waren, wenn er handeln sollte. Er gab mir falsche Papiere und baute mich in seinem Wehrkreiskommando ein, damit ich dort unter seinem persönlichen Schutz alle polizeilichen und politischen Vorbereitungen ausarbeiten konnte, die notwendig werden konnte.
Er delegierte den General von Brockdorff und ich fuhr mit diesem in Berlin. Alle Örtlichkeiten ab, die Brockdorff mit seiner Potsdamer Division zu besetzen hatte. Frau Strünk saß am Steuer und als Touristen machten wir genaue Feststellungen, was im Einzelnen nötig sei. Das ist die Zeugin, Strünk, wollte ich dem Tribunal sagen. Bitte sehr, entschuldigen Sie, ich wollte das. Ich bin, glaube ich, noch eine kurze Erklärung schuldig, weswegen die Mitarbeit Witzlebens so unerhört nötig war. Es war nicht so einfach, einen General zu finden. Beispielsweise konnten manche Generäle in der Provinz nicht die Truppen marschieren lassen. Dr. Dix, is it necessary? Is it necessary to go into the matter in such details to why a General Ritzleben should be die Notwendigkeit, alle Gründe der Notwendigkeit des Generals von Ritzleben hinzuzuziehen, auszuführen, sind vielleicht für unseren Fall nicht notwendig. Also wir können dann dieses Thema fallen lassen. Wollen Sie mir dann nur sagen, Herr Dr. Gisevius, war nun über diese militärischen und polizeilichen Vorbereitungsmaßnahmen, die Sie geschildert haben, Schacht immer laufend orientiert? Schacht war über alle diese Dinge laufend orientiert. Wir trafen uns des Abends in Witzlebens Wohnung und ich zeigte dort alles, was ich am Tage schriftlich ausgearbeitet hatte. Es wurde dann in allen Einzelheiten durchgesprochen. Spielten nun auch neben diesen militärischen und polizeilichen Maßnahmen politische Maßnahmen eine Rolle? Selbstverständlich. Wir mussten ja sehr eingehend vorbereiten, was in diesem Falle dem deutschen Volke innenpolitisch zu sagen war. Und ebenso gab es natürlich auch gewisse Vorbereitungen, die wir nach außen hin treffen mussten. Was heißt das nach außen? Außenpolitisch? Ja, außenpolitisch natürlich in so einem Falle. Wie heißt, warum natürlich? War das Auswärtige Amt eingebaut oder was heißt hier außenpolitisch? Es ist sehr schwer, über diese Dinge zu antworten, weil über die Zusammenarbeit mit dem Auslande in Zeiten des Krieges oder unmittelbar vor einem Kriege es nur sehr schwer ist zu sprechen. Wir befinden uns hier auf sehr umstrittenen Grenzgebieten. Und wenn ich darüber sprechen soll, so ist es mindestens ebenso wichtig wie Termine und Daten, dass ich auch sage, was diejenigen geleitet hat, solche Besprechungen mit dem Auslande zu führen. Ich glaube sicher, dass das Tribunal Ihnen dies erlauben wird. Ich glaube, dass das Tribunal erlauben wird, dass er die Motive darlegt. Dass er die Motive... I think the Tribunal thinks that you're going into too great detail over these matters. If the Tribunal is prepared to accept this witness's evidence as true, it shows that Schacht was negotiating with him and the generals at this time with a view to preventing war. I say, if the Tribunal accepts it, and that seems to be the matter which you want to prove, but the details of the negotiations don't seem to me to be important. Ja, ich muss aber meiner Meinung nach, auch die Ernstlichkeit und die Intensität dieser Verschwörertätigkeit im Einzelnen substanzieren. Denn es genügt meines Erachtens nicht, dass jemand solche Pläne theoretisch... You have touched upon them since 10 o'clock this morning.
Eure Lordschaft, ich gebe jetzt vom Schachtschen Standpunkt aus, lasse ich den Zeugen eine Geschichte, eine politische Geschichte Schachts und damit... I am told that you said last night that you would be half an hour longer. Do you remember saying that? Perhaps translation. Nein, oh, das ist ein schweres Missverständnis. Ich habe gesagt, wenn ich die Fritsch-Krise noch anschneiden soll und vollenden, dann wird es noch eine halbe Stunde dauern. Für die Fritsch-Krise. Nein, im Ernst gesprochen, meine Herren Richter, es ist doch so, es wird doch jetzt dargestellt, die Arbeit und die Geschichte der politischen Opposition, in der Schacht eine führende Rolle hat. Und wenn der Angeklagte Göring und andere Zeit hatten, eine Darstellung des gesamten Geschehens von ihrem Standpunkt aus zu geben, tagelang, so glaube ich, ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, dass auch die Männer hier im Saal repräsentiert durch den Angeklagten Schacht, die gegen dieses System unter schwersten Terrorverhältnissen gekämpft haben, die Geschichte ihrer Oppositionsbewegung dartun können im Einzelnen. Ich würde also das Gericht sehr bitten, ich bin kein Freund von Überflüssigkeiten, ich würde das Gericht sehr bitten, mir zu erlauben, dass der Zeuge noch über die jetzt angeschnittenen Maßnahmen der Verschwörergruppe Beck, Schacht, Canaris und so fort Bekundungen macht. Ich halte es für außerordentlich bedeutsam. Und ich nehme an, Frau Lotschaft, dass wenn es jetzt nicht geschieht, sich wahrscheinlich die Prosecution in der Cross-Examination dafür interessieren wird. Und ich glaube, da es ja jetzt im Zusammenhang geschieht, wird es weniger Zeit in Anspruch. Entschuldigung. Da es jetzt im Zusammenhang geschieht, wird es weniger Zeit in Anspruch nehmen, als wenn wir abwarten, bis die Prosecution kommt. The Tribunal doesn't propose. The Tribunal doesn't propose to tell you how you are to prove your case, but they hope that you will deal with it as shortly as possible and without unnecessary detail. Ich bitte davon überzeugt zu sein. Also, Herr Zeuge, Sie ließen das Stichwort außenpolitische Maßnahmen und wollten gerade die Motive darlegen, die einzelne von Ihnen offenbar veranlasst haben, mit dem Ausland zur Unterstützung ihrer Opposition Fäden zu knüpfen. Wollen Sie bitte da fortfahren? Ich möchte mich einfach nur auf die Erklärung beschränken, dass von diesem Augenblick an sehr ausführliche und substantiierte Gespräche mit dem Auslande stattgefunden haben, um alles zu versuchen, den Kriegsausbruch oder die Kriegsverlängerung und Kriegsausbreitung zu verhindern. Solange ich aber nicht in der Lage bin, auch über die Motive in einer so heiklen Sache mich zu äußern, wo mindestens in Deutschland unser eins der Vorwurf des Landesverrats gemacht wird, solange werde ich nicht mehr sagen als nur die Tatsache, dass diese Gespräche stattgefunden haben. Ich habe das Gericht nicht dahin verstanden, dass es Ihnen verwehren will, die Motive darzulegen, die Sie geführt haben. Sie können also die Motive darlegen. Ich bin es meinem Gewissen, aber vor allem auch den hieran beteiligten Toten schuldig, hier zu sagen, dass in den Dingen, die ich zu schildern habe, wir unter einem unerhörten Gewissensdruck standen. Wir wussten, dass man uns vorwerfen würde, mit dem Ausland zu konspirieren. The Tribunal, of course, knows that these matters were not conducted without danger, but we aren't really here for the purpose of
considering people who've unfortunately lost their lives. We're considering the case of the defendant Schacht at the moment. Die Absicht des Zeugen ist missverstanden worden. Will nicht über die Leute sprechen, die ihr Leben dabei verloren haben. Und will auch nicht sprechen über die Gefahren, sondern will darüber sprechen, welche Gewissenskonflikte diejenigen, die diese Schritte inaugurierten und unternahmen, durchmachen mussten. Und ich glaube, dieses Recht muss man dem Zeugen gewähren, wenn er über diese sehr delikate Angelegenheit hier vor aller Öffentlichkeit aussagen soll. Also ich würde sehr darum bitten, sonst begnügt sich der Zeuge mit allgemeinen Andeutungen, die meiner Verteidigungsarbeit nicht genügt. Und ich nehme an, sonst wird die Prosecution in der Cross-Examination fragen. Well, will you try and get him to come to the point? We of course can't tell what he wants to talk about. We can only tell about what he does talk about. Also Sie wollen kurz die Erwägungen schildern, die diejenigen gehabt haben, die diese Verbindung aufgenommen haben, und dann die Verbindungen selbst schildern. Herr Präsident, es ging nicht nur um die Frage des Gewissens. Es ging darum, dass heute noch Angehörige leben, die eventuell falschen Beschuldigungen ausgesetzt werden können. Und deswegen musste ich sagen, dass in Bezug auf die Gespräche im Auslande, die ich schildern werde, auch unser engerer Freundeskreis sich nicht über das Ausmaß des Zulässigen in allem schlüssig war. Der eine ging hierin weiter und der andere zog engere Grenzen. Beispielsweise bin ich dem Andenken des toten Admiral Canaris schuldig, hier angesichts vieler falscher Pressemeldungen richtig zu stellen, dass er Konspirationen mit dem Auslande ablehnte. Und ich muss mich dagegen verwahren, dass etwas, was ich aussage, jetzt auf Männer bezogen wird, deren Namen ich vorhin genannt habe. Das war der Grund, weswegen ich die Erklärung abgeben wollte. Und ich wollte gleichzeitig sagen, dass unsere Freunde, die so etwas machten, für sich den Vorwurf des Landesverrates ablehnten, weil wir uns menschlich verpflichtet fühlten zu diesen Schritten. Also was geschah nun? Es geschah Folgendes. Sofort als Hitler seine Absicht bekundete, die Tschechoslowakei mit Krieg zu überziehen, haben Freunde fortlaufend die englische Regierung zu unterrichten versucht. Von der ersten Absicht bis zum letzten Entschluss. Die Kette dieser Schritte begann mit einer Reise Görlers im Frühjahr 38 nach London, wo er von dem Vorhandensein einer solchen oppositionellen Gruppe Mitteilung machte, die zum Letzten entschlossen sei. Es wurde dann im Namen dieser Gruppe fortlaufend die englische Regierung unterrichtet, was sich anbahnte und dass es unbedingt nötig sei, Klarheit zu schaffen vor dem deutschen Volke und vor den Generälen, dass jeder Schritt über die tschechische Grenze für die Westmächte ein Kriegsgrund sei. Als die Krise sich dem Höhepunkt nahte und als wir unsere Putschvorbereitungen bis ins Letzte vorbereitet hatten, unternahmen wir
einen nach Form und Inhalt ungewöhnlichen Schritt und ließen die englische Regierung wissen, dass es in den kommenden diplomatischen Verhandlungen nicht, wie Hitler behauptete, um die Sudetenlande ginge, sondern dass Hitler die gesamte Tschechoslowakei mit Krieg zu überziehen gedenke und dass, wenn die englische Regierung ihrerseits festbleibe, wir die Zusicherung geben könnten, es würde nicht zum Kriege kommen. Das waren damals unsere Versuche, auch von außen her eine gewisse Hilfe in unserem Kampfe zur psychologischen Vorbereitung eines Putsches zu erhalten. Wir eilen nun in den September 38 und zur Krise, die dann zu München führte. Wie war in dieser Zeit die Tätigkeit Ihrer Verschwörergruppe? Je mehr die Krise nach München führte, versuchten wir Halder zu überzeugen, er solle unverzüglich den Putsch auslösen. Als Halder nicht ganz klar war, bereitete Witzleben alles im Einzelnen vor. Ich schildere jetzt nur die letzten beiden dramatischen Tage. Am 27. September war es klar, dass Hitler aufs Ganze gehen wolle. Um das deutsche Volk kriegslustig zu machen, ordnete er einen Umzug der Berliner Armee durch Berlin an. Witzleben hatte ihn durchzuführen. Der Umzug hatte eine völlig gegenteilige Wirkung. Die Bevölkerung, die annahm, die Truppe solle zum Kriege ziehen, zeigte ihr offenes Missfallen. Die Truppe sah keinen Jubel, sondern geballte Fäuste. Und Hitler, der sich vom Fenster der Reichskanzlei diesen Umzug ansah, erhielt einen Wutanfall, trat zurück von seinem Fenster, erklärte, mit so einem Volke kann ich keinen Krieg führen, und Witzleben kam entrüstet nach Hause und sagte, am liebsten hätte er sofort vor der Reichskanzlei abrotzen lassen. Am nächsten Morgen. Ein Moment. Das hat Witzleben Ihnen gesagt, dass am liebsten hätte er vor der Reichskanzlei abrotzen lassen. Jawohl. Und woher stammt Ihre Kenntnis über die Bemerkungen Hitlers, als er vom Balkon aus den Umzug sah? Das wurde uns von verschiedenen Seiten aus der Reichskanzlei übermittelt. Aus der Reichskanzlei. Also, nun weiter. Am nächsten Morgen glaubten wir, das war der 28., es sei nunmehr die Gelegenheit zur Auslösung des Putsches da. An diesem Morgen wurde uns auch bekannt, dass Hitler das letzte Angebot des englischen Premierministers Chamberlain abgelehnt hatte und den Vermittler Horace Wilson mit einem negativen Bescheid zurückgeschickt hatte. Witzleben bekam diesen Brief und fuhr mit diesem Brief zu Halder. Er glaubte, dass nunmehr der Beweis für Hitlers Kriegswillen erbracht sei. Halder stimmte diesem zu. Halder ging zu Brauchitsch, während Witzleben in Halders Zimmer wartete. Nach einigen Momenten kam Halder zurück und erklärte auch Brauchitsch, sehe nunmehr ein, es müsse gehandelt werden, er wolle nur noch zur Reichskanzlei hinüberfahren.
und sich zu vergewissern, ob Witzlebens und Halders Schilderung richtig sei. Brauchitsch fuhr in die Reichskanzlei. Nachdem Witzleben noch telefonisch mit ihm gesprochen habe, hatte alles sei bereit. Und dies ist jene Mittagsstunde des 28. September, in der plötzlich und wider Erwarten in der Reichskanzlei die Intervention Mussolinis erfolgte und wo Hitler dann unter dem Eindruck von Mussolinis Schritt einwilligte, nach München zu gehen, sodass wirklich im letzten Augenblick die Aktion inhibiert wurde. Letztendlich durch München, meinen Sie? Selbstverständlich. Nun war München vorbei. Wie sah es nun in Ihrer Verschwörergruppe aus? Wir waren außerordentlich deprimiert und wir waren überzeugt, dass nunmehr Hitler in kurzer Frist aufs Ganze geben würde. Wir haben nicht gezweifelt, dass München das Signal zum Weltkrieg war. Ein Teil unserer Freunde überlegte, ob wir emigrieren sollten. Mit Görler und Schacht wurde dies besprochen. Görler schrieb damals in dieser Überlegung einen Brief an einen politischen Freund nach Amerika, in dem ausdrücklich diese Frage gerichtet wurde, ob denn nun die Oppositionellen emigrieren sollten. Görler sagte, es gibt sonst nur eine andere Möglichkeit, nämlich dass wir Talleyrandsche Methoden annehmen, um uns überhaupt in Deutschland in Zukunft mit unserer politischen Arbeit halten zu können. Wir entschlossen uns auszuharren und dann eilten die Dinge über die Judenpogrome der Eroberung Prags zu. Bevor wir zu Prag kommen, Sie erwähnen das Judenpogrom und meinen offenbar den November 38. Wissen Sie oder erinnern Sie sich, wie sich Schacht aus Anlass dieser Vorfälle verhalten hat? Schacht war entrüstet über die Judenpogrome und er hat dies auch in einer öffentlichen Rede vor dem Reichsbankpersonal bekannt gegeben. Ich werde diese Rede später im Urkundenbeweis verlesen. Nun, wie ging es nun weiter? Wir sind jetzt am Ende des Jahres 38. Waren neue politische Ereignisse am Horizont, die auf Ihre Verschwörergruppe stimulierend wirkte? Es kam zunächst zu der schroffen Entlassung von Schacht und dem Reichsbankdirektorium. Der Wunsch Schachts, das Kabinett werde in dieser Geschichte beraten, erfüllte sich nicht. Und unsere Hoffnung, eine Kabinettskrise auslösen zu können, war eitel. So hatte unsere Oppositionsgruppe keinen Ansatzpunkt. Wir mussten warten, wie die Dinge sich anlässlich der Eroberung Prags abspielen würden. Einen Moment. Sie erwähnen jetzt hier die Entlassung Schachts als Reichsbank. Die Entlassung Schachts als Reichsbankpräsident. Wissen Sie etwas über dieses Geschehen, seine Begleitumstände, Wirkung auf Schacht und so weiter? Ich habe miterlebt, wie die verschiedenen Briefe oder Memorandum des Reichsbankdirektoriums entworfen wurde, wie sie immer mehr abgemildert wurden und wie dann die Entlassung kam. Ich war wenige Minuten nach Empfang des Entlassungsschreibens bei Hitler. Schacht las es mir vor.
und war entrüstet über den Inhalt. Er wiederholte mir jenen Passus, in dem Hitler ihm lobend erwähnte, wegen seiner Mitwirkung bei der deutschen Wiederaufrüstung. Und Schacht sagte, jetzt will er mich auch noch auf diese Mitwirkung öffentlich festlegen. Jetzt will er mich auch noch auf seine Kriegspolitik festlegen. Nun blieb aber doch Schacht Minister ohne Portefeuille. Ist dieses Problem, ob er das tun sollte oder anders handeln konnte, zwischen Schacht und Ihnen damals besprochen worden? Ja, aber soviel ich weiß, war es dasselbe Gespräch, wie immer, wenn er zurücktreten wollte. Er hat mit Lammers gesprochen. Und ich nehme an, dass Lammers ihm die übliche Antwort gegeben hat. Also er glaubte, bleiben zu müssen, gezwungen zu sein, zu bleiben. Ja. Nun, wollten Sie schon ein paar Mal ansetzen, ich unterbrach Sie, ansetzen mit Prag. Wollen Sie dies bitte in seiner Auswirkung auf Ihre Verschwörergruppe, soweit Schacht beteiligt war, schildern? Seit Dezember hatte unsere Gruppe feste Beweismittel, dass Hitler im März Prag überfallen wollte. Zynisch wurde diese neue Aktion der Märzwirbel genannt. Da sehr offen in Berliner Kreisen darüber gesprochen wurde, hofften wir, es würde die Nachricht davon auch in die englische und französische Botschaft dringen. Wir waren fest von überzeugt, dass es diesmal keinen Überraschungserfolg geben würde. Aber Halder war bereits anderer Meinung. Er meinte, es sei Hitler der Weg auch nach Prag von den Westmächten freigegeben. Er lehnte vorherige Besprechungen ab und wollte warten, ob diese Prager Aktion kampflos über die Bühne ging. Und dieses geschah. Nun, in welcher Richtung? Oh, Sie haben das schon bekundet. Diese Schritte in der englisch-französischen Botschaft. Nein, also, nein, es waren keine Schritte in der englischen und französischen Botschaft. Wollten Sie darüber noch was sagen? Hatten Sie darüber noch was zu sagen? Nein. Nein, ich habe gesagt, dass wir es keine Schritte unternommen haben, sondern hofften, dass Sie es erfahren. Ja. Also jetzt ist Prag vorbei und nun, glaube ich, sind Sie gemeinschaftlich mit Schacht nach der Schweiz im Dienst Ihrer Gruppe gefahren. Ist das richtig? Nicht nur mit Schacht, sondern auch mit Gördeler. Wir waren der Meinung, dass Schacht in Deutschland, Entschuldigung, dass Prag in Deutschland von einer unerhörten psychologischen Auswirkung gewesen sei. Für das Ausland war Prag das Signal, dass mit Hitler kein Friede und kein Vertrag zu halten sei. In Deutschland mussten wir leider feststellen, dass nunmehr die Generäle und das Volk davon überzeugt waren, dieser Hitler kann machen, was er will, niemand wird ihm in den Arm fallen, er ist von der Vorsehung geschützt. Dieses alarmierte uns. Wir sahen auf der einen Seite, dass die Westmächte nunmehr die Dinge sich nicht mehr weiter bieten lassen würden. Wir sahen auf der anderen Seite, dass in Deutschland
Die Illusion wuchs, die Westmächte würden nicht zum Kriege schreiten. Wir sahen, ein Krieg ist nur zu verhindern, wenn die Westmächte unzweideutig nicht nur dem Außenminister, nicht nur Hitler, sondern mit allen Mitteln der Propaganda dem deutschen Volke klarmachen, dass nunmehr jeder weitere Schritt nach Osten den Krieg bedeute. Dies schien uns die einzige Möglichkeit, die Generäle zu warnen und sie zu einem Putsche zu bewegen. Und dieser Möglichkeit dienten die Gespräche, die Schacht, Görler und ich draußen unmittelbar nach Prag in der Schweiz führten. Mit wem? Wir trafen uns mit einem Manne, der sehr gute Beziehungen zur englischen und französischen Regierung hatte. Dieser Mann hat auch sehr genau berichtet, zumindest in der französischen Regierung. Ich kann dies deswegen bezeugen, weil wir die Abschrift seines Berichtes später nach der Eroberung von Paris in den Geheimpapieren Daladiers fanden. Dieser Mann wurde von uns genauestens unterrichtet, dass spätestens im Herbst der Streit um Danzig beginnen würde. Wir sagten, dass wir als gute Deutsche zweifellos der Ansicht seien, Danzig sei eine deutsche Stadt und eines Tages müsse über diesen Punkt friedlich geregelt, gesprochen werden. Wir warnten aber davor, dass jetzt diese Gespräche um Danzig isoliert geführt wurden, weil Hitler nicht Danzig wollte, sondern ganz Polen. Weil er nicht Polen wollte, sondern die Ukraine. Und dass es deswegen ankam, auch in der Propaganda des Auslandes nach Deutschland hin, unbedingt klarzustellen, dass jetzt der Limit erreicht sei und dass die Westmächte einschreiten würden. Wir sagten, dass wir nur dann die Möglichkeit zu einem Putsche hätten. Und in diesem Sinne hat der genannte Vertrauensmann berichtet, wie Sie festgestellt haben dann. Er hat berichtet und ich muss auch sagen, dass sehr bald von englischer Seite durch öffentliche Erklärungen, sei es des Radios, sei es der Presse, sei es im Unterhaus, damit begonnen wurde, dem deutschen Volke zu beheben. Es ist in der Tat von nun an zunehmend von englischer Seite alles geschehen, was geschehen konnte, die deutschen Generäle zu alarmieren. Traf damals in der Schweiz Schacht nicht auch seinen Freund Montague Norman und hat in gleichem Sinne mit ihm gesprochen. Das wissen Sie, da waren Sie dabei. Jawohl. Wir dachten, wir sollten uns diese Gelegenheit, dass Schacht mit einem engen Vertrauten des englischen Premierministers Chamberlain sprechen konnte, nicht entgehen lassen. Und Schacht hat sehr eingehende Gespräche mit Montague Norman gehabt, um auch diesem die psychologische Situation in Deutschland nach Prag zu schildern und ihn zu beschwören, die englische Regierung solle nunmehr die notwendigen Klarstellungen unternehmen. War Ihre Sprachregelung damals nicht unter dem Schlagwort dem Ausland gegenüber, ihr müsst Nazis gegen Deutsche ausspielen? Jawohl. Das war der Tenor aller unserer Gespräche.
Wir wollten, dass dem deutschen Volke klargemacht wurde, dass die Westmächte nicht gegen Deutschland seien, sondern nur gegen diese Nazi-Überraschungspolitik und gegen die Nazi-Terrormethoden im Innern wie im Außen. Nun kommen Sie von der Schweiz zurück. Was geschah nun? Mit Schacht insbesondere? Wir sahen, dass in Deutschland die Dinge immer schneller der Augustkrise zutrieben, dass die Generäle davon nicht abzubringen waren, Hitler blöffe nur und es werde ein neues München oder Prag geben. Und nun begannen alle jene verzweifelten Bemühungen, die wir unternahmen, auf die führenden Generäle, insbesondere auf Keitel einzuwirken, dass der entscheidende Marschbefehl gegen Polen nicht begonnen wurde. Kehren wir zur Schacht zurück. Rückkehr von Schweizer Reise, also Frühjahr 39. Sie wissen, dass Schacht dann aus Deutschland weggegangen ist, eine Reise nach Indien gemacht hat. Er ging nach Indien und hoffte, möglichst lange dort bleiben zu können und nach China zu kommen. Aber unterwegs erreichte ihn der Befehl Hitlers, er dürfe chinesischen Boden nicht betreten und er musste zurückkehren und kam dann wenige Tage vor dem Kriegsausbruch, soweit ich mich erinnere. Sie sagen, China sympathisierte den Schacht auch mit Chiang Kai-shek? Jawohl. Also gegen Japan? Er sympathisierte außerordentlich mit der chinesischen Regierung, wie auch unser ganzer Kreis. Wir alle hatten sehr gute, liebe chinesische Freunde, mit denen wir uns bemühten, die Fühlung aufrechtzuerhalten, trotz des japanischen Bündnisses. Wann kam Schacht ungefähr zurück von Indien? Ich denke Anfang August, ich kann mich aber... Nun eilen ja die Dinge zum Krieg. Hat nun Schacht vor Ausbruch des Krieges noch irgendwelche Schritte unternommen, den Ausbruch des Krieges zu verhindern? Er hat eine große Anzahl von Schritten unternommen, aber diese Schritte sind überhaupt nicht isoliert zu schildern, weil sonst der Eindruck entstehen würde, nur Herr Schacht habe diese Schritte unternommen. In Wirklichkeit war die Sache so, dass eine große Gruppe nunmehr kämpfte und dass jeder die Schritte tat, die für ihn am nächsten lag und dass jeder den anderen unterrichtete, was er getan hatte und was für den anderen zweckmäßig sei. Aus diesem Grunde fürchte ich, es würde ein völlig falsches Bild entstehen, wenn ich isoliert und lediglich auf die Person Schacht zugespitzt alle diese verzweifelten Versuche von August 39 bis zum Einfall in Holland und Belgien schildern würde. Das Tribunal hat davon Kenntnis genommen, dass es nicht heißen soll, dass nur Schacht etwas getan hat. Aber hier ist nun einmal der Fall Schacht zur Verhandlung. Also ich würde Sie schon bitten, nur die Schilderung der Bemühungen von Schacht zu geben. Dann muss ich vorausschicken, dass eben Schacht von all den vielen anderen Dingen Mitwisser war und in gewissem Zusammenhang auch Mittäter. Von ihm selber kann ich in diesem Augenblick nur sagen, dass Schacht Mitverfasser war der Thomasschen Denkschrift, nein, der General Keitel oder der beiden Denkschriften, in denen Schacht mit unserer Gruppe, Keitel, die Gefahren des Krieges darlegte und dass Schacht weiterhin dann über Thomas und Canaris Schritte unternahm, um an Brauchitsch und Halder mit seiner Intervention heranzukommen.
möchte aber ausdrücklich betonen, dass all die Schritte, die Beck unternahm und Görler unternahm, mit Wissen von Schacht und auch mit seiner Mitarbeit erfolgt sind. Es handelt sich hier um eine ganz große Aktion. Ein Kollektiv. Spielt aber nur nicht ein Versuch Schachts speziell eine Rolle, noch im letzten Moment, Ende August, im Hauptquartier über Canaris bei Brauchitsch vorstellig zu werden? Jawohl. Nachdem der General Thomas gescheitert war mit seinen beiden Denkschriften und nachdem auch die Anregung des General Thomas bei Keitel, Görler, Popitz oder Schacht zu empfangen, gescheitert war, versuchte Schacht an Brauchitsch oder Halder heranzukommen. Thomas suchte zu diesem Zwecke wiederholt den General Halder auf, aber es war typisch, dass er in diesen kritischen Tagen nicht über das Vorzimmer des General Halders, über den General von Stülpnagel hinwegkam. Halder ließ sich verleugnen und ließ nur bestellen, er wolle Schacht nicht sehen. Daraufhin unternahmen wir an dem dramatischen 25. August einen weiteren Schritt. Es ist dies jener Tag, an dem Hitler bereits einmal den Marschbefehl gegeben hatte. Sobald uns diese Nachricht erreicht hatte, dass Hitler Halder zum Marsche angewiesen hatte, versuchten Schacht und ich zunächst Thomas zu erreichen und wir fuhren dann gemeinsam mit Thomas zum Admiral Canaris, damit beide, Thomas und Canaris, Schacht begleiteten, wenn er ohne vorherige Anmeldung ins Hauptquartier nach Zossen fuhr, um dort Brauchitsch und Halder vor das Fait accompli seiner Anwesenheit zu stellen. Schacht beabsichtigte, Brauchitsch und Halder darauf aufmerksam zu machen, dass nach der geltenden Verfassung vor einem Kriegsausbruch das Reichskabinett gehört werden müsse. Brauchitsch und Halder würden sich des Eidbruches schuldig machen, wenn sie ohne Wissen der zuständigen politischen Instanzen einem Kriegsbefehl Folge leisten würden. Dies war in großen Zügen das, was Schacht sagen wollte, um seinen Schritt zu motivieren. Als Thomas und Schacht in der Bendlerstraße ankamen, ging Thomas zu Canaris. Es war gegen 6 oder in der Bendlerstraße liegt das OKW. Das Tribunal muss das wissen. Bendlerstraße heißt OKW. OKH. Als wir ankamen im OKW und unten auf der Straße an einer Ecke warteten, sandte uns Canaris Oster. Und das war der Augenblick, wo Hitler plötzlich zwischen 6 und 7 Uhr den Widerruf seines Marschbefehls an Halder gegeben hatte. Das Hohe Gericht wird sich entsinnen, dass Hitler beeindruckt durch die neue Intervention Mussolinis plötzlich den bereits gegebenen Marschbefehl widerrief. Und leider stand nunmehr Canaris Thomas und unser ganzer Freundeskreis unter dem Eindruck, dass dieser Widerruf eines Marschbefehls
ein unerhörter Prestigeverlust von Hitler sei. Oster meinte, es sei in der Kriegsgeschichte nicht da gewesen, dass ein Oberbefehlshaber einen so einschneidenden Befehl im Zuge eines Nervenzusammenbruches zurücknahm. Canaris sagte mir, jetzt ist der Friede Europas für 50 Jahre gerettet, denn jetzt hat Hitler alles Ansehen bei den Generälen verloren und leider kam im Zuge dieser psychologischen Wende über uns alle das Gefühl, wir könnten den nächsten Tagen mit Ruhe entgegensehen. So kommt es, dass als Hitler dann doch 3 Tage später den entscheidenden Marschbefehl gab, dieses auch für unsere Gruppe völlig überraschend kam. Ich wurde von Oster ins OKW gerufen. Schacht begleitete mich. Wiederum fragten wir Canaris, ob er nicht eine neue Unterredung mit Brauchitsch und Halder vermitteln könnte. Aber Canaris sagte mir, jetzt ist es zu spät. In seinen Augen standen Tränen und er sagte mir, dies ist das Ende Deutschlands. Oh, Lordschaft, jetzt kommen wir zum Kriege und ich glaube, den Krieg werden wir besser Nachtisch erleben. Hello, recording, time for chow. Stop. Don't worry, Philippe.